Beste aus Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle und Daniel Fischer. Guten Morgen um gleich 7. Haben Sie schon mal Ihren Ehering irgendwo liegen lassen oder vergessen? Ist dir das schon mal passiert? Mir würde es garantiert passieren, ja. Aber ich ziehe ihn deshalb nicht aus. Ja. Ich lasse ihn einfach immer an. Immer. Aber das stelle ich mir mega ätzend vor. Fatih aus Schwalbach ist genau das passiert. Der hat sich gemeldet an der 0699 72 500 gesagt, ich habe vor 2 Wochen meinen Ehering in der Umkleide von der Taunustherme liegen lassen. Shit. Das ist natürlich, ja, weißt du, da hast du natürlich auch sofort ein Thema zu Hause, ja? Ja. Ja, jetzt hat er aber schon im Fundbüro angerufen in Bad Homburg bei der Polizei, aber der Ring ist weg. Also, falls Sie einen Ring gefunden haben mit der Gravur Meray 19.03.2018, dann gerne melden an den 0699 72 5, dann kommt der Ring zurück zu seinem Besitzer. FFH, das Wetter. Tja, auch die Woche endet mit sehr wechselhaftem Wetter. Momentan ist es weitgehend trocken und das mit Temperaturen so um die 10 Grad, also teilweise etwas darüber, wie beispielsweise in Südhessen und teilweise wie in den Mittelgebirgen auch ein bisschen weiter runter. Der Vormittag selbst ist auch weitgehend noch, sagen wir mal so, niederschlagsfrei, aber nehmen Sie trotzdem den Schirm mit, denn dann tauchen die Schauer auf und zwar werden sie umso heftiger, je später es wird. Heute Mittag, heute Nachmittag bis zum Abend, da kann es mal örtlich kräftig nass werden, sogar mit Blitz und Donner ist also das ganze Gedöns eher so Aprilwetter Ende August. Und das Ganze drückt natürlich auch auf die Temperatur. Wärmer als 14 bis 20 Grad wird es heute Nachmittag nicht. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen Hessen. Unsere Erde besteht aus 29% Land. Der Rest ist Wasser. Und nach dieser Woche können wir mit Fug und Recht behaupten, wir Hessen haben praktisch überall schon mal einen Fuß drauf gesetzt. Challenge erfüllt, ne? Wir haben für jedes der 195 Länder dieser Erde einen gefunden, der schon mal da war. Und es war immer wieder auch spannend zu hören, was sie in den jeweiligen Ländern erlebt haben und warum sie da waren, ne? Ines Bölker aus Neu-Isenburg zum Beispiel hat unserer Kollegin Evren erzählt, sie ist ein großer Wüstenfan und hat Kamelherden im Tschad erlebt. Dann gibt es halt diese Schlucht, wo die Kamele reingetrieben werden und dann dort getränkt werden. Und das kann man dann von Felsen aus sehen. Und das ist halt wirklich ein Spektakel, wenn man dann diese Menge von Kamelen dann in dieser Schlucht dann mehr oder weniger sieht. Und das dann mitten in der Wüste, wo es dann halt wirklich richtig viel Wasser in dem Moment gibt. Also das ist so eine Gelter, nennt sich das. Das ist so ein Wasserloch. Und dort werden dann die Kamele regelmäßig getränkt. Und dann sind ja auch die Kleinen noch dann dabei, die Babys und solche Sachen. Und das ist dann halt schon sehr spannend. Ja. Manchmal war es auch der Job, der einen in die Ferne gebracht hat, so wie bei Helmut Merlau. Der hat uns eine Sprachnachricht geschickt und erzählt, seine ganze Familie ist nach Pakistan gezogen, wegen des Spargels. Weil mein Vater in den 80er Jahren eine Spezialmaschine gekauft hat für den Spargelanbau und der Händler hat dementsprechend auch Maschinen nach Pakistan verkauft und wurde gefragt, ob er nicht jemand wüsste, der den Leuten dort die Spargelernte und Aufbereitung zeigen kann. Ja, da war es der Helmut mit seiner Family. Noch mehr Geschichten bei uns in Web und App zum Nachhören. Also Dankeschön an Sie alle, dass Sie mitgemacht haben und fleißig Länder geliefert haben, in denen Sie schon waren. Hier ist FFH, guten Morgen. Wir haben zusammen eine echte Weltreise gemacht und tatsächlich für jedes Land dieser Welt einen Hessen, eine Hessin gefunden, die da schon mal waren. Da haben wir natürlich immer abgehakt auf unserer Liste, aber wir haben auch so schöne Geschichten von Ihnen gehört, warum Sie denn am anderen Ende der Welt waren, was Sie da alles erlebt haben. Ja, und ich gehe davon aus, du wirst gleich wieder mit oh. Ja, ich bin wirklich sehr neidisch auf FFH-Hörerin Christine Daniel aus Wiesbaden. Die war in der Antarktis zusammen mit Pinguinen. Also das war auch wirklich sensationell. Da gab es eine Kolonie mit 250.000 Königspinguinen, diese gelben. Ja. Und aber auch viele andere Pinguinen, die sehr neugierig sind und dann auch angetappelt kommen, kamen welche angewatschelt und haben sich auf unsere Gummistiefel gestellt und uns hoch an den Beinen so hochgeguckt und an dem Hosenbein gezwackt. Und das ist schon sehr süß. Oh, das ist richtig cool. Und Antarktis finde ich ja auch mega cool, oder? Tobias Fetzel-Warner aus Bad Nauheim, der hat wiederum auch mit Tieren zu tun gehabt, allerdings auf der anderen Seite des Ozeans. Er war in Botswana, da hat er gearbeitet. Ich hatte das Glück, dass ich ein Praktikum machen durfte in einer Lodge
Ich habe Reservierungen entgegengenommen, ich habe Gäste empfangen, ich habe so kleinere Reparaturen gemacht, ich habe den Müll weggebracht. Also ich war so der Mann für alles. Ich durfte mit in die Parks, ich durfte mit auf den Schuber River, also ich durfte mir auch wirklich die Tiere auf dem Fluss und im Park anschauen ein paar Mal. Also das war natürlich ein Erlebnis, da hautnah an den Tieren zu sein auch. Das war schon mega. Das klingt super. Ja, also auf jeden Fall vielen Dank an alle fürs Mitmachen bei unserer Challenge, dass wir die abhaken konnten und die vielen Reiseerlebnisse. Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Stefan in Ankes Tanke könnten Sie von mir aus auch gern mal für den Tatort drehen. Deine Preise sind ja wie ein Täter, der immer wieder entkommt. Ach ja. Kaum zu fassen. Gut, eine Verfolgungsjagd in der Waschstraße wäre jetzt eher nicht so spannend. Ganz im Gegenteil. Am Ende stellen die Ermittler fest, der Verfolgte ist ihnen durch die Lappen gegangen. Einmal die Vier und eine Banane. Oder wie Tatortgucker sagen, ein krummes Ding. Momentchen mal bitte. Stefan, vielleicht könnte ich dann ja mitspielen, wenn hier ein Tatort gedreht wird. Man würde auf alle Fälle direkt den Tatort abstecken und Kreideumrisse um dich rumziehen, so leblos wie du wirkst. Ich sag nichts mehr. Also allein die ARD und das ZDF haben derzeit übrigens mehr als 100 Krimiserien im Programm. Stefan, wenn ich Tatortermittler wäre, wird eine Folge eh nur 10 Minuten dauern und Deutschlands Gefängnisse wären voll. Überfüllte Gefängnisse sind ja wie dein Gehirn. Hä? Zu wenig Zellen. Nach 332 Euro sammeln Sie Anhaltspunkte. Haben Sie eine Gefängniskarte oder sind Sie im Deep Purple Club? Nein. Verstehst du? Deep. Ankes Tanke. Guten Morgen, es ist 6 Minuten nach 7:30. Ja, wenn heute der letzte offizielle Ferientag ist, dann geht auch die Zeit unseres FFH-Campers rum, so langsam. Wir kümmern uns ja um ihren Urlaub und aktuell ist Familie Schreiber aus Volkmarsen immer noch auf Fehmarn an der Ostsee, das ist auch gut so. Die Schreibers, das sind Sabine, Alex und ihr Sohn Tizian, samt Hund Günni. Die haben bislang jeden Tag fleißig 100 Euro für ihre Urlaubskasse erspielt. Ja. Und so soll es heute weitergehen. Gestern bei der Challenge hatten auch die Campingnachbarn alle was davon. Die Tagesaufgabe war nämlich, sucht euch andere Hessen auf eurem Campingplatz und singt mit denen, erbarme zu spät, die Hesse komme. So, das haben sie mit Campern aus Offenbach und Rödermark mit Bravour bei Evren gestern erledigt. Mehr als das. Wir hören nochmal rein. Was kommt denn da für ein wüster Krach aus Frankfurt, Darmstadt, Offenbach? Was lärmt in Kassel, Gießen und Wiesbaden bloß so gnadenlos? Was tut den Bayern, Schwaben, Friesen gründlich jeden Spaß vermiesen? Was tobt seit vielen Wochen schon? Ne schaurig schöne Invasion. Erbarmen! Zu spät! Die Hesse kommen! Das reicht und herzlichen Glückwunsch! Sehr gut! Dankeschön! Besser als das. Wir hätten es auch noch weitergemacht. Ja, das glaube ich. Das könnt ihr dann auch gleich machen. Wo hat denn deine Papa die Flasche? Der Papa hat die Kappe in der Tasche. Und was hat denn dein Papa da? Der hat eine Flasche Kaffee da, der Papa. Also, ja, wenn sie nicht irgendwann eingeschlafen sind, singen sie wahrscheinlich jetzt noch. In einer halben Stunde verkünden wir dann die letzte Tageschallenge für die Schreibers oben auf Fehmarn, bevor es dann zurückgeht in die Heimat. Hör mal, die singen wirklich echt immer noch. Geil. Das ist echt irre. Wahnsinn. Ja. Guten Morgen, Hessen. Mit Julia Nestle, Daniel Fischer und Johannes Scherer.